Herzlich willkommen zu Folge 20 von der Banner Saga 2. Ich bin der Simon Is. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir sind aufgebrochen und ziehen weiter. Ubin ist nach Süden aufgebrochen mit den Pferdebürdigen. Hooker, der Statthalter aus Birsgard, sucht immer noch ein bisschen Zwist. Wildspuren, sagt einer der Jäger und weist auf einen Pfad aus niedergetrampeltem Gras. Keine Ahnung, was wir aufstöbern. Es wird unsere Mägen füllen. Mehr Vorräte schaden nicht. Also das machen wir nicht. Nicht, dass die dann die in Gefahr begeben, wegen einer fetten Beute, wegen einer Belohnung. Wenn sie sagen, wir müssen weitergehen, halten wir an oder stoßen die später wieder zu uns? Ich glaube, wir versuchen, die Vorräte mitzunehmen. Du würdest dich ihnen gern anschließen, aber du musst dich um andere Dinge kümmern. Ne? Wie dich mit Hakon über die Rolle von Wahlen und Menschen in der Karawane zu unterhalten. 2 Stunden später kehren die Jäger mit einem stattlichen Eber zurück. Ein der Jäger ist verletzt, aber nicht schwer. Ein Tag. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Zeit vergangen ist tatsächlich. Damit die dann wieder ein bisschen was erbeutet. Sehr nice. Die Karawane hält plötzlich. War auch lustig, dass mehr erbeutet wurde, als die Jagd gebracht hat. Die Karawane hält plötzlich an. Das ist schon das zweite Hufeisen, das verdammte Biest heute verfliert. Flucht der Joxtreiber. Es wird Zeit. Zur Zeit brauchen den Jox zu versorgen. So schlagt ihr eure Lager auf. Okay, Juno kommt zu uns. Während die meisten Clanmitglieder schlafen und ihre Sorgen wegtrinken, bittet Juno und dich um ein Gespräch unter 4 Augen. Ich bin gespannt. Du hast alles bemerkenswert gut im Griff. Bin mir nicht so sicher. Du klingst überrascht. Als ich in Birsgard zum ersten Mal in dein Gesicht, Geist blickte, wusste ich, dass du alles tun würdest, um zu Alet zurückzukehren. Ihr Tod, einige der größten Persönlichkeiten in unserer Geschichte sind verrückt geworden, weil sie ihr Geliebten verloren haben. Sagst nichts, siehst die Wolke aber weiter an. Du bist nicht verrückt, Hug. Du bist von großer Trauer erfüllt und schaffst es dennoch, die Karawane anzuführen. Darauf kannst du stolz sein. Juno wartet geduldig auf deine Antwort. Also das wird mich nicht fragen, die erste Frage. Welche Rolle spielst du hierbei? Würde mich interessieren. Die Valka verstummt, liegt lange Zeit zu Boden und antwortet dann. Meine Rolle lässt sich vielfältig benennen. Anstifterin, Katalysator, Ela. Doch du und ich, wir sind beide unerfahren in dem, was wir zu tun haben. Du hast meine Frage nicht wirklich beantwortet, sagt Luke. Ich weiß ganz ehrlich nicht wie. Nur die Zukunft kann zeigen, ob mir die Rolle der Schurkin oder der Heldin vorbehalten ist. Ich glaube, wir danken ihr dafür, dass sie relativ offen zu uns ist und Druk auch gut zugesprochen hat. Ich glaube, das nehmen wir mit. Bevor du gehst, muss ich eine Angelegenheit mit dir besprechen. Die Schlange. Ich dachte, du brauchst ein paar Bücher im Manaha, bevor du irgendetwas Neues erfährst. Das ist wahr. Doch der Abgrund bei Ormstala und die Erdbeben bereiten mir Sorgen. Ja, mir auch. Sollte diese unfassbare Kreatur je wieder auftauchen, dann versuch nicht, sie aufzuhalten.
Es bedürfte einer seit Zeitaltern nicht mehr dagewesenen Macht, um die Schlange zu beeinflussen. Wenn du sie siehst, dann lauf. Ihre Worte laufen dir eiskalt den Rücken hinunter und befolgst ihren Befehl mit einem Nicken. War ja eigentlich eher ein Rat als ein Befehl, oder? Dann bedeutet das, dass wir nochmal den einen oder anderen, die eine oder andere Begegnung mit der Schlange haben werden. Sind wir denn vorangekommen in dieser kurzen Zeit? Ja, durchaus. Ich glaube, dann schlafen wir. Aber nicht zweimal, weil wir eine bessere Moral nicht mehr erreichen können dadurch. Jetzt haben wir nur noch Eiver mit minus 1. Ja. Ich glaube, da würde ich ihn sogar mitnehmen. Allein deshalb, um das mal in Aktion zu sehen. Lasst uns weiterziehen. Oder können wir trainieren? Ja. Noch nicht. Schade drum. Ich hätte das Ansehen gerne mitgenommen. Die Kundschafterin berichtet dir von verdächtigen Vorgängen. Wir werden verfolgt, vielleicht beobachtet, sagt sie. Weiß nicht, wie viele es sind. Wenn man sie direkt ansieht, scheinen sie zu verschwinden. Stellen wir eine Patrouille zusammen? Ich glaube ja. Du willst in die Offensive gehen und versammelst ein paar Kämpfer. Wenn die Karawane weiterzieht, geht eine kleine Gruppe voraus und sucht Felszungen und Baumgruppen. Obwohl ihr nichts findet, wirst du das Gefühl nicht los, dass die Kundschafterin recht hat. Okay, wir sind vor der nächsten Siedlung, Dorf, Stadt, was auch immer. Mir fällt die Bogenschützin nicht auf, weil sie ganz still dasteht und in die Ferne blickt. Lass mich raten, du siehst noch mehr Gras. Als sie sich zu dir umdrückt, lächelt sie nicht. Wüter, sagt sie ruhig. Wie ist das möglich, fragst du. Und weißt zugleich, dass sie wahrscheinlich recht hat. Ich dachte, wir hätten sie bei der Schlacht verloren. Du siehst eine Staubwolke am Horizont, das bedeutet, dass auch sie die Karawane sehen können. Sie bewegen sich in dieselbe Richtung wie ihr nach Lunda. Die Valka gesellt sich zu dir und sagt, davor hatte ich Angst. Diese Risse im Boden entlang der Oststraße. Wie, diese verdammte Felsspalte bei Siegerholm, sagt Hakon. Die Wüter sind da in Scharen rausgekommen. Heißt es etwa, Juno beendet die Frage, dass sie praktisch überall auftauchen können? Ja. Aber wir dürfen keine Panik verbreiten. Lasst uns einfach weitergehen. Das ist die Frage, schaffen wir es in die Siedlung und haben dann vielleicht eine bessere Verteidigungsposition? Und auch noch... Lundar, the Archer's Haven, home to the finest Fletchers in the world, though it appears beset with war. Vielleicht finden wir ja da gute Fernkampfeinheiten, die uns unterstützen im Kampf. Pferdebürdige, warum greifen Sie an?
Anscheinend greifen die Wüder auch die Stadt an. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen Mitleidenschaft gezogen aus, die Stadt. Zum Abgrund, das sieht übel aus, sagt Hagon. Lunda kämpft an zwei Fronten und kann sich kaum behaupten. Hagon hat schon Kriege erlebt. Also nicht mal geboren war. Sein besorgter Blick ist beunruhigend. Ich habe oft gehört, dass die Pferdebürdigen mit Mauern Probleme haben, weil sie normalerweise im Offenen kämpfen, sagt er. Rubin ist der Einzige, der alt genug ist, um es zu wissen. Doch eigentlich ist es egal, da diese Mauern die Wüter kaum aufhalten werden. Und wenn diese Wüter die Stadt in Schutt und Asche legen, sind wir auf der Ebene völlig ausgeliefert, sagt Ivar. Aber was wollen wir? Was wollen die Pferdebürgen? Alle Blicken richten sich auf Ruech, der Trio und Skatach. Die drei Pferdebürdigen in deiner Karawane gestikulieren und sprechen aufgeregt in ihre eigene Sprache. Der Trio nickt in Ruechs Richtung und schüttelt ihre Mähne und zeigt ihre Zähne. Sich überrascht der wilde Blick in den Gesichtern der beiden, als sie ohne Vorwarnung aufbrechen, um sich den angreifenden Pferdebürdigen entgegenzustellen. Sollen sich jetzt aber nicht opfern hier. Wir könnten auch uns absprechen. Obwohl Skatter zurückbleibt, will er sich ihnen ganz eindeutig anschließen. Doch er wartet seine Entscheidungen. Allein könnten sie sterben, ruft Ort. Und sie zögert nicht, Ruech und Derdrio zu folgen. Ivar seufzt. Diese neuen Clanmitglieder haben sie den Verstand gekostet. Und vielleicht haben sie ihren Verstand gekostet als Ort. Und vielleicht kosten sie sie ja auch noch das Leben. Sieh dich an, wir könnten gegen die Wüder oder die Pferdebürdigen kämpfen. Oder uns aufteilen und beide bekämpfen. Wenn du eine Todesinfluch verspürst. Wenn wir uns aufteilen, werden meine Wahl die Wüder angreifen, sagt Hagon. Das können wir gut, Ringvar kann machen, was er will. Das hat er schon immer getan. Oh, ich weiß nicht. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass die Pferdebürdigen, also Skatach und die beiden anderen, die besänftigen können. Und wir dann gemeinsam gegen die Wüder kämpfen würden. Lass uns die Pferdebürdigen aufhalten und uns später um die Wüder kümmern. Statt vor den Wüdern verteidigen. Ja. Warum sind sie so schnell verschwunden? Ich hoffe, das ist eine Frage und keine Entscheidung. Skadach beißt sich auf die Lippe und wirft eine Mähne nach links und nach rechts. Zurück Kampf. Er ist entweder nervös, versucht etwas zu verstecken, oder er findet nicht die richtigen Worte. Hagon spuckt. Wir haben keine Zeit, um herauszufinden, was sein Stampfen und Schweifwedeln bedeutet. Also es hieß ja, dass die Pferdebürdigen Schwierigkeiten haben mit Mauern. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Mauern dort noch intakt sind und wir eher Wüder angreifen. Andererseits möchte ich nicht auch noch Ort verlieren. Die Frage ist, wie weit sind die Wüter weg? Oder ist es überhaupt die Gruppe gemeint, die Nid am Horizont gesehen hat? Oder ist es schon wieder eine ganz andere Geschichte? Wenn wir uns aufteilen und Hakon und seine Wahl gegen die Wüder kämpfen,
werden wir sicher auch da einige Verluste hinnehmen müssen. Ich möchte uns eigentlich nicht aufteilen. Dafür sind wir, glaube ich, nicht stark genug. Ja, ich glaube, wir teilen uns nicht auf, sondern werden erstmal Ort hinterher gehen. Obwohl die Pferdebildung viel schneller sind, folgst du mit den anderen Roerich und der Drio in den Kampf gegen diese unbekannten Feinde. Ich habe ein bisschen Angst. Und bevor wir die Schlacht starten, beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.